Also das wäre sicher eine interessante Aufgabe. Sibyl, du mal Ölstand messen. Schau mal, ob wir genug Öl haben im Auto. Ciao, ciao. Also keine Ahnung von Autos, das stimmt. Habe ich nicht, weil mich Autos eigentlich überhaupt nicht interessieren. Das ist schon typische Männer-Frauen-Geschichte. Also wenn sie wüsste, dass man Ölstand kann kontrollieren kann, wüsste sie nicht wo. Also ich glaube, der Motor ist vorne, oder? Es gibt ja Autos, wo er hinten ist. Ich weiß nicht, ob man auch zu viel Öl einfüllen kann. Öltank-Dingsbums ist ja auch nicht so wahnsinnig schwierig. Eigentlich bin ich froh, dass Steven keine zärtliche Beziehung zu unserem Auto hat. Auto und ich passen, also wir sind füreinander gemacht. Ich weiß nicht, ob es männlich ist, dass man von einem Mann erwartet, dass er weiß, wo das Öl hingehört. Ich frage halt. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich. Ist doch kein Problem. Und ich glaube, das können Frauen einfach besser. Und Männer schaffen das nicht. Also. Und sie wird stolz zurückkommen und mir können sagen, wie das aussieht. Und ich werde dann fragen, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, tschüss, ich habe es gemacht.